Willkommen, meine Sturmtruppen, zu Arc Talk mit Emmy. Hi, hi. Und unserem Gast, Nozilla. Hallo, freut mich, da zu sein. Zum Thema? Wir haben das Thema Züchten. Und weil wir da keine Ahnung vom Detail haben, haben wir Verstärkung gebraucht. Ach doch, ich züchte gerne. Ja, wild drauf los, ne? Ja, ich habe schon versucht, das ein oder andere irgendwie zu kontrollieren und so, aber ich glaube, ist es schon gut, Nozilla jetzt gerade mal dabei zu haben. Also, hallo Nozilla. Hallo. Gut. Ja. Woher kennt man dich eigentlich? Ich habe jetzt sehr oft schon bei euch auf den Servern mitgespielt, mit meinem Tribe. Wo man sagen muss, es waren halt immer wieder andere. Aber grundsätzlich bekannt sind wir unter Dschungelkrieger. Genau. Und von Projekten sollte man dich auch kennen, oder? NPC-Projekte, zum Beispiel bei Beam oder Chrisplay. Achso, ja. Jetzt Tech Hunter Staffel 2 und dem ersten NQ, Time Q. Wobei man ja das nicht züchten musste. Wobei man jetzt wieder sagen muss, dass es das auch wirklich, ja, Thema ist, wo man eigentlich für 20 Minuten gar nicht genug Zeit hat. Aber wir versuchen das halt eben, ja, gut abzudecken und ansonsten in die Kommentare schreiben, wenn wir näher auf irgendwie was Spezielles mal eingehen sollen, dann gibt es da ein extra Video zu, wo wir dann nochmal extra auf dieses Thema eingehen werden. Ja, dann fangen wir mal an. Erste Frage direkt an unseren Gast. Ab wann fange ich denn an zu züchten? Kann ich am Strand spawnen und direkt loslegen oder sollte ich warten damit? Grundsätzlich ist es immer noch intelligent, wenn man gerade eine kleine Basis hat, vielleicht eine kleinere Sicherung hat, dass man schon anfängt zu breeden. Denn verbesserte Dinos würden dich halt auch viel weiterbringen. Gut, wir sollten auch erstmal sagen, gehen züchten. Man, hat zwei getamte Tiere und ja, Party, lassen die Liebe machen, ne? Und dann kommt entweder ein Ei raus oder das Tier wird schwanger und daraufhin kommen dann Babys. Das mal eben kurz so, das ist Züchten für, ja, gut, es sind die wenigsten, die das jetzt nicht wissen, aber vielleicht haben wir ein paar Anfänger, die gar nichts damit anfangen können. So. Naja, das Spiel ist ab 16, also da weiß jeder schon Bescheid, um was es geht. Auch wenn man sagen muss, dass es auch unter 16-Jährige gibt, da genügend, die das Spiel spielen. Also Call of Duty, Kinder! Jedenfalls, also ich hätte jetzt darauf geantwortet, wenn man am Strand spawnt, mein Gott, Strand. dann kann man nicht sofort anfangen zu züchten, weil man eigentlich auch gar nicht die Möglichkeiten hat, ne? Weil man muss ja Tiere erstmal tamen, um sich zu züchten. Dazu muss man sich da schon mal erstmal vorbereiten. Und dann braucht man ja auch, ich weiß nicht, macht man es heute noch mit Air Conditioner? Oder kommt drauf an, was für Mods man verwendet. Grundsätzlich natürlich Air Conditioner. Man kann aber auch, wenn man natürlich für schnell Tiere braucht, hat man am Anfang keinen Air-Conditioner. Kommt halt darauf an, wie die Server-Einstellungen sind. Aber jetzt grundsätzlich, sagen wir mal, so mal 20 Server, was so der Standard ist, könntest du grundsätzlich auch mit Fackeln am Anfang arbeiten. Du musst da halt dabei stehen, weil die Temperatur tut sich halt stetig ändern. Mhm. Okay, also, wenn man dann erstmal so weit ist und man hat die Sachen alle zusammen, würde ich sagen, geht man erstmal los, um Tiere zu tamen. Natürlich sollten diese Tiere Mann und Frau sein, weiblich, männlich, sonst geht es nicht. Und die sollten vom gleichen Tierart. Von der gleichen Tierart sein, genau. Ja, und da hat Impi, glaube ich, schon eine Frage. Worauf sollte man achten bei den Tieren? Frag ruhig, Impi. Wie bringe ich es denn dazu, dass die Paarung vonstatte geht? Nee, also, nee, ich hab da meine Dinos so nebeneinander gestellt und da ist nichts passiert. Nee, ich würde jetzt wirklich sagen, du hattest ja eine Frage gehabt bezüglich. Achso, das andere. Ja, genau. Ja. An unser Gast wieder. Ist es wichtig, dass es hochlevelige Tiere sind, wenn ich was Bestimmtes vererbe will? Grundsätzlich
Bestimmte Vererbungen hast du so oder so. Da ist es ja egal, ob sie höheres Level sind. Aber natürlich, um bessere Statuswerte rauszubekommen, auch bei den Babys, brauchst du natürlich auch höheres Level bei deinen Eltern. Und was genau muss ich anstellen, dass jetzt wirklich Leben weitergegeben wird und nicht Stamina? Da gibt es keine Orientierung dabei, das ist einfach random. Ah, das ist dann wieder zufällig, okay. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man dann das nicht steuern kann. Egal, auch viele sagen zwar, man kann es und muss das so und so machen, aber meine eigenen Erfahrungen sind wirklich, dass man das nicht wirklich steuern kann. Es war auch viel früher schon gesagt, dass zu dem späteren Thema Mutationen, dass man Beeren in das Inventar der Tiere legt und dass dann besser die Farbmutationen erscheinen. Das ist völliger Blödsinn. Jetzt muss ich auch noch auf die Mutation in Geta zu arbeiten. Ja, machen wir gleich. Haltet das bitte im Kopf, weil das ist jetzt erstmal weiter. Also zuerst ist man dann in der Base mit seinen getämten Tieren. Und was macht man dann? Wer möchte das beantworten? Das mache ich gerne. Grundsätzlich könnt ihr jetzt entweder ein paar Gates aufstellen und eure Tiere da reinstellen, diese dann unter Verhalten und Wandern einstellen, sodass diese umherwandern. Die müssen aber auch in der Nähe bleiben, deswegen die Gates. Dann tun sie sich miteinander paaren automatisch. Kann man natürlich auch weglassen mit den Gates, anstatt dessen einfach die ganze Zeit U drücken. Das stoppt die Wanderung der Tiere. Sie sind zwar dann noch auf Wandern und haben den gleichen Effekt, aber sie laufen nicht einfach umher, sondern bleiben stehen. Genau. Und wobei ich da jetzt noch kurz einhaken muss, ganz ehrlich, Ark hat viel mit Blut zu tun, hat viel mit Kämpfen zu tun, eigentlich alles, was für ein gewisses Alter nicht gut ist. Aber beim Paarungsakt, finde ich, hätten sie es auch anders lösen können, ein bisschen realistischer, oder? Bin da ich ja jetzt alleine mit der Meinung. Ja, bei einem 16-Plus-Spiel könnte man da vielleicht ein bisschen mehr verlangen, aber es soll halt auch einfach gehalten werden. Wenn man es zu kompliziert macht, dann haben die Leute wiederum keine Lust, das zu tun. Obwohl es jetzt schon, finde ich, schon kompliziert genug ist. Ja, das sind halt dann die tiefgründigeren Sachen. Emmy, was hättest du denn gern gewollt? So Staubwolke wie bei The Sims? Ganz ehrlich, eine Animation wie bei der Kanickel, also wie bei der Hasen. Oh mein Gott! Lustigerweise habe ich erst vor kurzem ein Video auf YouTube gesehen, da haben sie Animationen gezeigt für die Tiere, wie sie sich paaren. Das ja, wollten das ist, was die ganz erst einfügen. Ist. Das haben sie dann doch gelassen. Na gut, man muss jetzt keine Geschlechtsteile oder so zeigen. Oder man kann es auch meinetwegen mit Balken oder so. Ja genau, aber man kann es auch meinetwegen mit so Balken oder so machen. Das wäre jetzt auch egal. Aber zumindestens, ja, ne, weil, guck mal, die zeigen Blut und alles und Paarung, das gehört zum Leben dazu. Das macht jedes Lebewesen, jedes, auf irgendeine Art und Weise. Ja, und wie du schon sagtest, das ist 16 plus, da grundsätzlich haben hier keine Kinder was zu suchen. Hallo, es gibt die Nacktmod, ja, Leute. Es gibt tatsächlich diese Nacktmod, wo Leute nackend rumrennen, wo man wirklich alles sieht. Und das holen sich auch die Kinder, sage ich jetzt mal. Da können sie auch bei Tieren so eine kleine Animation, meinetwegen mit so einem schwarzen Balken oder hier dieses Verschwommene an der bestimmten Stelle oder so. So wie der Skin. Ja, und aber so finde ich die Animation, also so einfach nur nebeneinander stellen, auf Wandern stellen, da hat kein Tier Sex. So, weiter. Ich halte schon wieder auf. Emmy ist wieder abgewiesen. Ja, jedenfalls so. Dann entsteht unten so ein Balken, wenn man sie auf Wandern stellt. Der dann voll oder leer? Was war es jetzt? Der geht voll. Der muss voll gehen und danach machen sie, glaube ich, irgendwie Geräusche oder ne, irgendwie sowas. Die melden sich dabei, sowohl das Männchen als auch das Weibchen tun sie und dann eine bestimmte Bewegung absolvieren. Das müsste, glaube ich, sogar die eine ähnliche wie beim Leveln sein. Ruf ist auch noch dabei. Ja, so Aufjaule genau. Oder so. Brunst, heißt das? Brunstschrei? Na egal. Hm. Auf jeden Fall. So, dann sollte man definitiv die Tiere, ja gut, es kommt drauf an. Es gibt ja zwei Arten. Einmal die Säugetiere, die werden schwanger und da muss man dann praktisch warten, bis das Kind dann kommt.
Und bei den anderen, ich sag jetzt mal echsenartigen Tieren, wird direkt ein Ei, ein befruchtetes Ei gespawnt. Was man, ja gut, sammelt man es erst auf oder schaltet die Tiere zuerst aus? Erst aufsammeln am besten, weil grundsätzlich würde ich eher, ja, ich würde es eher aufnehmen, weil die Tiere kann man einsammeln, aber es kann halt auch sein, dass wie auf dem PvP-Server, dass einfach mal ein Spieler vorbeikommt und dir das Ei klauen kann. Also dann lieber das Ei aufheben. Ja, da seht ihr so die Gedanken eines PvP-Spielers, ne? Und auch mal schön, ja, sowas zu hören. Gut. Dann sind die Tiere, dann schaltet man die Tiere wieder um, dass sie nicht wandern und man hat dieses Ei. Was nun? Erst einmal könnt ihr schauen, ob ihr überhaupt schon soweit seid, das Ei auszubrüten. Ihr könnt es entweder auf Lager setzen, aber wenn ihr soweit seid, könnt ihr entweder mit Standing Torches, also mit Standfackeln, das Ei ausbrüten. Ihr müsst dafür Standing Torches schön in einem Kreis am besten aufstellen, mit einer Öffnung, befüllen mit Holz oder Thatch und das Ei in die Mitte legen. Tut diese Torches dann nach und nach anmachen, bis ihr seht, dass bei dem Ei ausbrüten oder Incubating im Englischen dasteht. Weil dem Ei kann es entweder zu kalt oder zu warm sein. Wenn das der Fall ist, verliert das Leben. Wenn das Leben leer ist, ist das Ei kaputt. Wobei, macht man dann die Fackeln aus und an, je nachdem, wie warm oder wie kalt es dann ist? Oder? Das muss man regulieren. Es kann sein, dass es da steht, dass es gerade inkubiert, wenn du die Fackeln alle anhast. Aber dadurch, dass sich die Temperatur der Umgebung die ganze Zeit ändert, kann sich dadurch auch Gegebenheit der Fackeln ändern, also dass du es wieder mehr anmachen musst oder auch weniger, also wieder welche ausmachen musst. Ich habe es damals mit Lagerfeuern gemacht. Lagerfeuer sind nicht so stark. Also du kannst zwar ein paar Lagerfeuer hinzufügen wegen der leichten Temperierung, aber grundsätzlich reicht es, wenn du Standing Torches. Und das sieht man dann am Ei selbst, ob es zu kalt oder zu warm ist? Genau, das sind zwei Balken im Endeffekt. Du hast oben das Incubating und unten der Lebenbalken. Und über dem Incubating-Balken sieht man dann, wenn da steht, zu kalt, zu heiß oder Incubating. Also ist es eigentlich im Prinzip immer am besten, in the base das Ganze dann durchzuführen. Das kann man machen. Weil ich ja dann das Haussymbol habe, ne? Ja, das kann man machen. Aber man muss sich im Klaren sein, dass man die Wände dann abreißen muss, wenn das Tier dann erwachsen ist. Oder eben auch, dass wenn das Tier halt einfach zu groß ist, wie beispielsweise ein Pronto-Baby, die haben halt auch ihre gewisse Größe, auch beim Ausschlüpfen. Klar, also da würde ich schon, aber allgemein sollte man es schon irgendwie in so einem geschützten Raum machen, weil draußen... Ja, da wo es sicher ist. Nicht nur sicher, sondern ist das nicht mit der Temperatur auch schwieriger draußen im Freien? Oder überhaupt möglich? Es ist möglich. Ja. Es ist möglich, aber du hast, es ist schwieriger. Aber du hast draußen zwar größere Temperaturschwankungen als drinnen. Ich meine, man kann ja auch drinnen, dadurch, dass die Forges die ganze Zeit an sind, ist es ja standardmäßig schon wärmer. Deswegen ist es diesbezüglich jetzt auch wiederum schlecht. Weil wenn es dann wirklich mal zu heiß ist, kriegst du die Temperatur nicht runter. Was man ja auch erwähnen muss, warum man das drin machen soll, Züchter-Fail muss ich heute ganz klar herausstechen. Wer soll Baby-Eier ja draußen öffnen und vergisst seine Turrets umzustellen? Ja, hat das Züchter-Fail. Das geht mittlerweile nicht mehr. Was? Haben sie das wurde vor 3 oder 4 Wochen wurde das geändert. Dass, wir sind wieder aktuell im Video. Baby-Dinos ja. Nicht mehr abgeschossen werden, egal wie die Turrets eingestellt sind. Oh, wir hatten auch eine Zeit lang, da haben die eigenen getamten Tiere also wir müssen jetzt erstmal erklären, die Tiere, man kann es auch anders machen, einfacher Weg ist, glaube ich, mit diesen Air-Conditioners, oder? Ja. Weil da braucht man sich nicht um die Temperatur Gedanken machen, man muss nur genug stehen haben. Also ich selbst platziere so 6 bis 8, was sagst du? Normalerweise würde ich da, kleinen Moment, 6 Stück hinstellen. Gerade 2 in die Breite, 2 in die Länge und eben dann auf der anderen Seite natürlich noch.
Dann hat man vorne eine Öffnung, wo man das Tier dann rausziehen kann. Ja, so eine Art U habe ich immer gemacht. Genau. Ja. Und da braucht man dann auch nicht auf die Temperatur zu achten, sondern man sollte trotzdem das Ei im Auge behalten, nicht, dass es schlüpft, weil, das erklären wir jetzt. Also das Ei schlüpft, also dass das der Dino schlüpft, nicht das Ei. Und man hat dann da ein Dino. Allerdings ist es nicht grün. Warum nicht? Die Tiere sind grundsätzlich dann claimbar, so wie bei Tieren, die man anclaimen kann, um an andere Tribes abzugeben. Das musst du dann ganz einfach hinlaufen und E drücken, sodass du es claimen kannst, dass es dir gehört. Derjenige, der es claimt, ist auch der Besitzer davon. Das heißt, wenn also du einen Feind in der Base zum Beispiel hättest, der jetzt nicht kämpft, sondern einfach wirklich nur rumrennt und es claimen würde, würde es ihm gehören und du hast praktisch für ihn ausgebrütet. Ja. Okay. Haha! Dumm gelaufen, würde ich sagen. Ja, und dann ist es aber noch nicht getan, weil die wandern ja auch. Ne? Also das heißt, wenn man nicht aufs Ei achtet, kann das sein, dass man das Dino-Baby suchen muss. Und bei mir, früher war es zum Beispiel so gewesen, man musste auch auf die eigenen getämten Tiere, die drumherum eventuell stehen, achten, weil die haben, also zumindest war es damals so gewesen, das Baby, was nicht geclaimed war, angegriffen, getötet und aufgefressen. Nur wenn sie auf aggressiv gestellt sind. Dann gehen die auf das Baby los. Also früher weil mussten es wir schon, nicht zum Team gehört. Früher mussten wir, glaube ich, sogar passiv. Wir durften es noch nicht mal auf neutral, sondern. Ach, schon. Bei neutralen Tieren ist es jetzt derzeit so, dass die ausschließlich nur auf Leichen losgehen. Also früher war es nämlich so gewesen, da musste man echt aufpassen. So, und dann, wie schon gerade erwähnt, mit den Turrets. Aber wenn das jetzt auch nicht mehr so ist, ja, dann braucht man da auch keinen Tipp zu geben. Aber vielleicht wussten das jetzt einige nicht und haben jetzt einen Tipp bekommen. Wobei ich dazu sagen muss, bei Pflanzen, also bei diesen Turret-Pflanzen, weiß ich nicht, ob es gefixt ist. Ich weiß nur, dass es bei Turrets gefixt wurde, weil Pflanzen haben wir bisher eigentlich immer nur auf dem Dach gehabt und da konnten sie die Babys nicht erreichen. Oh, ihr Tierquäler, jetzt füttern doch endlich das Baby! Ja. Aber es ist ja auch, das sind jetzt die Eier gewesen. Da gibt es jetzt aber auch noch, ich schätze mal, die Folge hat ein bisschen Überlänge, aber das ist jetzt, finde ich, gar nicht mehr so schlimm. Da gibt es dann auch noch die Säugetiere. Da kommt kein Ei, sondern da werden die Tiere nach dem Paaren schwanger. Und das sieht man an dem Weibchen. Das Weibchen hat praktisch den Balken, den man bei einem Ei haben würde, richtig? Genau. Und Der hat im Endeffekt dann, wenn ihr das Tier anschaut, wie jedes andere, ploppt ein Fenster auf. Das ganz normale Statusfenster. Und dann steht ihr unten, habt ihr dann einen Schwangerschaftsbalken. Wenn dieser dann ausläuft, würde das Baby dann herauskommen. Solange der Ball getickt, können wir natürlich das Tier immer noch normal verwenden. Ja. Ist aber gefährlich, sag ich mal. Weil wenn das Tier stirbt, ist euer Baby natürlich dann auch weg. Oder ihr seid links von der Map und die Base ist rechts von der Map und dann passiert's. Ja. Oder mein Kollege, einer meiner Kollegen, hat es auch schon hinbekommen, den falschen Bären mitzunehmen, ist durch die Gegend gerannt mit voller Geschwindigkeit, hat plötzlich gemerkt, wie er ein Baby hinten verloren hat. Ei. Ups. Mal eben so nebenbei. Ja, ich habe halt gefragt, wo das Baby ist, nach 3 Tagen oder so. Das war so ein Server, wo man, da wo die Tiere ziemlich schnell aufwachsen, habe ich dann irgendwann, 3 Tage später, habe ich dann das ausgewachsene Baby gefunden, konnte es einfach claimen. Und das verhungert nicht? Nein, das war ein Server, dessen Einstellungen so sind, dass ungeclaimte Tiere nicht verhungern können. Wow. Weil da habe ich. Glück gehabt. Ja. Bei Beam zum Beispiel habe ich da echt Probleme gehabt mit dem Sterben, weil wenn ich es nicht schnell genug angenommen habe. So, ja, jetzt Impi, jetzt sind wir so weit, dass wir es füttern können. Ich hatte schon Angst. Wenn ihr das Baby da liegen habt, egal ob jetzt aus dem Ei oder aus einem Säugetier, habt ihr jetzt die Möglichkeit, erst einmal müsst ihr natürlich wissen, was für ein was für ein Fresser ist es. Es kann ja sein, dass ihr einen Pflanzenfresser habt oder einen Fleischfresser. Nehmt dann einfach, ihr könnt dann jetzt googeln gehen oder eben die Leute, die halt schon mehr Erfahrung haben,
Die wissen ja, was für Tiere welches Futter fressen. Legt dann einfach in das Inventar des Babys dann gerade Fleisch rein. Am Anfang könnt ihr erst sehr wenig Essen reintun. Das wird nach einer Zeit mehr. Der kriegt dann mehr Tragfähigkeit hinzu. Genau, und man muss es so machen, sonst verhungern die Tiere, denn man kann es nicht, zumindest zu dem frühen Zeitpunkt, nicht in den Futternapf reinlegen, weil daraus fressen die Babys nicht. Ja, ist ja auch eigentlich das logisch. Das geht erst, wenn sie heranwachsend sind. Genau, sie haben dann Wachstumsphasen und zuerst sind es Babys, ne? Dann kommt... Heranwachsend und danach kommt... was? Jugendlich. Genau. Und danach erst groß. So. Während des Ganzen, ich muss noch kurz dazu sagen, was ich immer gemacht habe, sind, gut, bei mir sind die Namen ja auch immer wichtig gewesen. Das heißt, ich habe das Tier benannt und danach habe ich einen Ordner erstellt, beziehungsweise habe dem Tier dann erstmal Futter gegeben, ist dann auch das Wandern ausgestellt, weil sonst wandert es weiter. Und habe dann Ordner erstellt, indem ich die, wie sagt man es jetzt hier? Stats. Ja, Statuswerte. Genau. Habe ich notiert, mit was es geboren wurde. Macht man das Level. So noch? Das kann man mal, das muss man sogar machen. Das macht man am besten auch schon mit den Eltern, die man so vorher getamed hat. Weil dann kann man schön vergleichen, was für Statuswerte das Baby bekommen hat. Ob es die guten bekommen hat oder ob es die schlechten bekommen hat. Verändern sie sich nochmal nach dem Schlüpfer oder ist das Moment, dann mein aber Wert? Die Eltern, wenn man das bei den Eltern macht, die dürfen, das muss man dann aber ungelevelt, ne? Ungelevelt. Gleich einfach. Nach dem Tame. Ja, weil wenn man die levelt, das übt sich nicht auf den Nachwuchs auf, sondern immer nur die Stats mit den getamten Werten. Richtig? Genau. So, jetzt in Verändern sich die Stats beim Wachsen? Beim Wachsen an sich nicht, es sei denn, du tust dein Tier imprinten. Also du tust es für dich prägen, indem du seine Wünsche erfüllst, dementsprechend Streichel. Der Server eingestellt ist, minütlich, stündlich, täglich. dass im Endeffekt entweder das Baby möchte kuscheln mit einem, da muss man einfach nur hingehen zu einem Tier, E drücken, dann kuschelt man mit dem Baby. Oder es möchte mit dir laufen gehen. Dazu sollte man besser im Verhalten des Tieres einstellen, dass es eine kurze Folgereichweite hat, dass es schön nah bei dir ist. Dann läuft man mit dem Tier auf Folgen ein bisschen durch die Gegend und irgendwann ploppt dann auf, dass es imprinted wurde. Es macht dann auch Bewegungen und ein Geräusch, das erkennt man dann. Genau, da kommt dann ein leichter Klang, so kling. und die dritte Möglichkeit ist, dass das Tier ein Trockenfutter haben möchte, ein Kibbel. Das kann jedes verschiedene Kibbel sein. Es sind, glaube ich, 12 oder 14 verschiedene Kibbel. Nicht alle sind in dem Imprinten dabei, aber einige. Dementsprechend, welches Tier, was für ein Kibbel das Tier haben und möchte. Und man weiß nie, was dann da kommt. Aber das Thema Kibbel an sich werden wir auch irgendwann nochmal haben. Okay. Aber definitiv, das ist random, ne? Ja, man das weiß ist absolut nie, random. Man kann nie einschätzen, was das Tier gerade haben will oder ob es überhaupt Futter will, sondern eins vielleicht der anderen Sachen will. Kann auch sein, dass man einen Dino hat, der komplette Wuchs nur aus Kuscheln besteht oder nur aus Kibbel. Aber man weiß nicht, was da kommt und deswegen sollte man es bereithalten, ja? Aber da läuft ja ein Timer und jetzt bin ich schlecht vorbereitet gewesen und habe jetzt zum Beispiel Dodo-Kibbel nicht. Kann ich dann einfach die Zeit abwarten und hoffe, dass was anderes kommt? Nein. Und zwar, dieses Kibbel wird benötigt, egal was man denkt, was man glaubt. Das Baby möchte dieses Kibbel haben. Wenn es das nicht bekommt, möchte es auch nichts anderes. Ah, es geht dann nicht weiter, okay. Genau. So, was bringt dieses ganze Imprinten? Erst einmal, dass die Prägung an sich, auf welche Person es geprägt ist, wenn man dieses Tier reitet oder bei sich dabei hat, hat es einen Bonus. 30% mehr Schaden und Verteidigung für das Tier, wenn es von seinem Besitzer begleitet wird. Das Imprinten
Erhöht die Statuswerte des Tieres. Die Grundstatuswerte, was es beim Ausschlüpfen hat, plus Imprinten steht zwar 100%, aber grundsätzlich macht es circa 50% der Grundwerte aus. Also ein 8000 Leben T-Rex beispielsweise hätte dann 12.000 nach einem Imprinten. Aber das ist auch random, auf welchem Punkt das verteilt wird, ne? Weil es geht auch, dass der Damage hochgeht oder halt irgendwie. Nein, das Imprinten tut sich auf alles auslegen, nur nicht auf das Movement Speed. Also auf die Bewegungsgeschwindigkeit, weil da sind, bei Flugtieren geht ja gar nicht mehr, weil der Classic Flyer fehlt. Die können ja nicht mehr auf Movement geskillt werden. Aber bei Bodentieren verhält sich das meistens so im Rahmen von 10-30% Movement Speed. Und sind es dann auch die Werte, wenn es dann fertig geprägt und ausgewachsen ist, wo ich dann weiter züchten kann? Oder habe ich nur die Schlupfwerte? Du hast die Schlüpfwerte. Die Stats, die du durch das Imprinten bekommst, werden da nicht hinzugezählt. Sonst könnte man unendlich ins Unermessliche starke Tiere machen. Aber es kommt auch vor, dass man zum Beispiel, wenn Eltern, ist jetzt ja nur ein Beispiel, 1000 Leben haben und der Vater hat, also die Mutter 1000, der Vater 1200 Leben und dass das Kind einen höheren Wert im Leben. Das ist selten, aber es kommt vor, ne? Und das, wenn es so geschlüpft ist, kann es das auch weitergeben, oder nicht? Das kann weitergegeben werden. Das ist nämlich eine Gesundheitsmutation. Der hat im Endeffekt einfach eine genetische Mutation bekommen, die es ihm erlaubt, dass er mehr Gesundheit hat als seine Eltern. Die wiederum dann auch wieder an seine Sprösslinge weitergegeben werden kann. Aber das ist auch, sage ich jetzt mal, random. Da kann man... Es ist... bei Stat-Mutationen ist die Chance der Weitervererbung niedriger als bei Farbmutationen. Also da hast du, glaube ich, nur 50% oder so Chance, dass es an die Babys weitergegeben wird. Aber es ist trotzdem möglich. Okay, erklärst du kurz eine Mutation? Mutationen sind im Endeffekt die Veränderung des entweder Aussehens oder der Statuswerte. Es gibt Gesundheitsmutationen, also einfach nur Statusmutationen, die gelten aber alle abgesehen vom Movement Speed. Das Movement Speed ist ausgenommen, das hat keine Mutation. Oder eben Farbmutationen für die verschiedenen Regionen des Körpers der Tiere, die eben gefärbt werden können. Beispielsweise einen blauen Brustkorb oder eine lilanen Kamm vom Spino. Da kann alles Mögliche dabei sein. Was für dann aber nur Optik ist. Genau. Okay. Ja, dann sind sie groß und meistens haben sie dann bessere Werte als die Eltern. Sofern man sich richtig drum gekümmert hat, ja. Ja, durch das Imprinten schon alleine und eventuell auch, weil sie mit den Werten zur Welt gekommen sind. Und wenn man sie dann, aber das gilt dann nur fürs Tier, nicht fürs Weiterzüchten, sondern, was wollte ich sagen, dann kann man sie leveln und, ja, kommt dann eventuell weiter. So, was ist das Weiterzüchten? Es gibt Gerüchte, dass man Tiere nicht hier Inzest und so weiter. Was ist da dran? Dass man das nicht machen sollte, dass man es doch machen sollte, das ist ja auch immer so ein leicht diskutiertes Thema. Hat das Auswirkungen, Inzest oder nicht? Es ist intelligent, es zu machen. Weil nur mit Inzest kriegst du die Mutationen heraus aus deinen Tieren. Also nicht nur, es ist auch möglich, auch ohne Inzest die Mutationen herauszukitzeln, aber die höchsten Chancen sind nun mal, wenn man eben Vater mit Tochter oder Mutter mit Sohn mächt oder eben die beiden Geschwister. Bei den beiden Geschwistern, wenn sie beide die gleichen Eltern haben, exakt, ist die Chance am höchsten, dass Mutationen entstehen. Gibt es schlechte Mutationen? Oder schlechte Mutationen? Inwiefern meinst du das? Weil die meisten Mutationen sind ja... dass irgendwas passiert, womit das Tier nochmal besser ist. Gibt es da auch irgendwas, womit man Nachteile davon hat? Nachteile nicht, nur, dass du eben eine Farbe bekommst, die du nicht magst. Ja. Wollte ich gerade so als PvP-Spieler, das ist bestimmt die Färbung. Oh ja,
Ja, wenn du natürlich dich ranpirschen willst an eine Basis, die im Wald hängt und dann mit einem roten Kanu oder sonst was auftauchst, das ist natürlich ein Nachteil. Pinke Tiere beim Raid, geil. Hatte ich auch schon, ich hatte einen pinken Rex auf einem Server. Schrecklich. Ach, das sah eigentlich ganz cool aus, als er dann plötzlich noch eine schwarze Mutation kam. Ein schwarz-pinker Rex und davon hatten wir, glaube ich, 100 Stück dann am Ende. Da haben wir dann... Das lässt sich weiter vererben. Leichter weiter vererben. Ja, die Färbung. Ich sag's mal so, von 5 Rexen, die die Mutation hätten hat bekommen können, hatten wir 4 Stück, die sie bekommen haben. Oh, gut, guter Schnitt. Haben wir noch irgendwie was wichtig wäre zu erwähnen? Weil, einer von euch, weil mir fällt gerade nichts ein. Weil wir haben ja auch schon Überlänge, deswegen frage ich. Ist da noch irgendwas wirklich Wichtiges zu erwähnen oder was wir vergessen haben oder so? Esst nicht die Eier. Ja, das ist absolut schwer. Schweres Vergehen. Also, was meine Kollegen schon alles zusammengefuttert haben, das ist nicht mehr schön. Wir haben schon bestimmt schon 5 Giga Eier von absoluten High Level verloren, weil die versehentlich E gedrückt haben statt O. Drache. Müssen wir auch noch einfach. Also, ein Kollege hat ein Allosaurus-Ei für 10.000 Zement von einem abgekauft und hat es versehentlich bei sich in der Base gegessen. Ja. Drachen kann man nicht züchten? Drache kann man nicht. Tamen. Kann man nicht tamen. Früher konnte man sie züchten, aber mittlerweile kann man sie nicht mehr züchten, weil Drachen gezüchtet... Boah, aber Wahnsinn. Imprinted werden können sie natürlich, weil man findet sie ja als Eier. Aber nur so gepaart werden können sie nicht. Genau, da will ja Impi, glaube ich, drauf hinaus. Ne? Erzähl mal, Impi. Richtig. Es gab ja die Drachenschlucht, auf jetzt schon mehrere Maps zu finden. Und ja, das müssen wir rein und Glück haben, dass ich ein Drachennest finde. Mit genau dem Drache, den er haben wollte. Gibt es jetzt mittlerweile 4 Stück. Und ja, das mit in die Base genommen und dann wieder das ganz normale Ei-Prozedere zwischen die Klimalach, Werfe und Schlüpferlosse. Und dann ist es aber so, dass der Drache nicht mit Fleisch und so nicht gefüttert wird, sondern man muss vorher und dafür muss man andere Drache gekillt haben. Ja, oder mal das wunderschöne Glück an der Kibbelbench zu haben. Ja, aber das sind ja Mods, wieder Mods, ne? Hilfsmittel, Mods. Was ist mit den Wassertieren? Oh ja. Kann man die züchten im normalen Game oder ist das auch wieder nur die Mod? Nein, ist ganz normal im normalen Spiel. Also endlich. Das funktioniert. Bitte? Weil Wassertiere konnte man früher, also ne, vorher nicht züchten. Ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist, aber es ist bestimmt schon ein halbes Jahr, seit Wassertiere gezüchtet werden können, endlich. Ich spiele auch schon etwas länger, aber ich bin mit Wassertieren ähnlich. Wie lange ist der Valhalla her? Weil da hat's gestartet. Februar. Ja, dann bin ich ja mit einem halben Jahr ziemlich ran. Mhm. Also grundsätzlich, das Paaren der Wassertiere ist eigentlich nicht anders da wie bei den anderen. Basilos beispielsweise sind Säugetiere. Die kriegen ihre Tiere wie auch andere Säugetiere, die gebären sie. Oder Belzebufos können leider auch nur im Wasser gebreedet werden, sie als Amphibien gelten und deswegen nur im Wasser ihre Eier legen können. Und andere eben Fische können ebenso, wenn sie dann gebreedet sind, legen die einfach nur ihre Eier, also ihren Laich eigentlich. Und das kann man einsammeln oder eher nicht? Das kann man nicht einsammeln. Wenn es gehen würde, würde es wahrscheinlich sofort kaputt gehen. Wie brütet man im Wasser? Weil da kann man ja zum Beispiel keine Fackeln oder Air Conditioners oder so. Die sind automatisch so weit, dass sie gebrütet werden können. Also die müssen nicht temperiert werden. Okay. Auch wieder was dazugelernt. Ja. Würde sagen, wir sind eigentlich so weit auch durch, oder? Es sei denn, irgendeiner von euch will immer noch was sagen, das ist kein Problem. Ach ja, was ich noch sagen wollte, bitte hört nicht auf die Leute in den Foren, die einen Blödsinn schreiben, von wegen, das Einlegen von Bären in den Tachen gewährt Farbmutation, das ist Blödsinn.
Ja, da sind viele Gerüchte. Was das Züchten betrifft, das hat viele Gerüchte. Genauso wie es damals beim Tamen war, wenn man hungern lässt und so weiter und so fort. Aber beim Züchten gibt es da natürlich auch immer diverse. Wenn ihr das so und so macht, dabei bringt das alles nichts. Aber ja, oder möchtest du noch mal näher drauf eingehen? Was? Mit den Gerüchten über Züchten und Arten von Züchten. Wenn du welche für mich hast, weil grundsätzlich bin ich nicht viel in Foren, nur habe ich dieses letztens gelesen und da habe ich mir erstmal an den Kopf gelangt. Aber vielleicht, ja, MP? Manet, stellt doch ihr uns einfach die Frage, wonach genau, darauf brennen kann. Genau, stellt sie in den Kommentaren, quatscht mit, wenn wir was vergessen haben oder ihr noch was sagen wollt oder sagen wollt, nee, das sehe ich aber anders, alles in die Kommentare. Ja, das heißt wieder mitmachen für euch. Und ja, wer möchte sich verabschieden? Oder die Verabschiedung? Nutzilla. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal, dass ich bei der Diskussion dabei sein durfte. Ja, wir bedanken uns auch. Wünsche auch den Zuschauern noch einen schönen Tag. Euch ebenso. Haut rein, möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao. Ciao.